Ich bin absolut entsetzt, welche Abgründe die Institution Kirche mit ihren Machtstrukturen aufweist und wie vollkommen verwahrlost dabei jegliche Werte sind. Die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche erschüttern mich zutiefst. Das Vertrauen aller Menschen in die Kirche ist verloren gegangen. Unsere Kirche ist krank geworden an ihrem Kirchenbild, daran, dass es allein auf die Priester ankommt, dass sie alles entscheiden können. Es kann doch schon nicht sein, dass Menschen leiden müssen. Dass Taten dann noch vertuscht werden, macht mich wütend. Alle Täter sollten sich jetzt stellen. Wir haben jeden Anspruch verloren, moralische Instanz zu sein. Es ist mir manchmal richtig unangenehm, mein Gesicht für eine Institution in die Öffentlichkeit zu halten, in der Kinder so einfach missbraucht werden konnten und können. Es trifft mich das Schweigen und das angebliche Nichtwissen von Verantwortungsträgern und die leidenschaftliche Fixierung auf die Sexualität der Menschen, die oftmals geschieht, ist für mich wie ein Tanz um das goldene Kalb. Mich macht es wütend und traurig, wenn ich an die vielen Ehrenamtlichen denke, die sich teilweise schon seit vielen, vielen Jahren in unseren Gemeinden engagieren und die sich jetzt dafür entschuldigen und rechtfertigen müssen, dass sie noch bei uns aktiv sind und die vielen, vielen Anfeindungen ausgesetzt sind. Immer neue Missbrauchsfälle, Vertuschungen und die unzählige Zahl der Leiden, die im Namen der Kirche oder im Rahmen der Kirche verursacht wurden. Es ist gerade nicht die beste Zeit, um sich in der Kirche zu engagieren oder gar dafür zu arbeiten. Wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, wird dann noch Raum sein für die befreiende Botschaft unseres Glaubens? Meine Kirche hat Schuld auf sich geladen und nun drückt sie rum. Und ich fühle mich am Spielfeldrand eines großen Spiels und die Mannschaft schwächelt. Wenn ich ihr Präsident wäre oder der Trainer, ich würde die Truppe austauschen und für Ordnung sorgen. Ich würde mir wünschen, dass Kirche zurückfindet zu ihren wirklichen und ursprünglichen Werten wie Wahrheit, Glaube, Musik, Liebe und dabei jegliche Machtverhältnisse, Abhängigkeiten, Lügen, Vertuschungen durch eine Änderung des Systems aufgeklärt, gelöst und beseitigt werden. Unsere Aufgabe als Christen ist es, Segen für die Welt zu sein. Wir haben diese Aufgabe als Kirche in der Vergangenheit oft verfehlt. Ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, an dem Menschen sich vertrauensvoll entfalten können und an dem wir Gott begegnen können. Der Missbrauchsskandal muss endlich aufgeklärt werden, damit wir als Kirche aufleben können. Ein glaubwürdiger Neuanfang kann dann gelingen, wenn alle, Laien und Priester, Frauen und Männer, mitentscheiden, wie wir in Zukunft Kirche sein wollen. Jetzt müssen wir kämpfen, denn das sind wir den Opfern schuldig. Dass sich an dem System des Vertuschens, des Nicht-Wahrhabend-Wollens und am ganzen System Kirche schnellstens etwas ändert. Meine Hoffnung ist, dass das Evangelium gewinnt, weil bereits Jesus die Hilfsbedürftigen in den Blick genommen hat und dabei besonders die Kinder. Ich wünsche den von Missbrauch betroffenen Menschen, dass ihre Wunden heilen können. Ich möchte in meiner Kirche für die Schwachen da sein. Ich möchte Vertrauen und Freude verbreiten und gemeinsam Glauben leben und teilen. Ich freue mich aber über jeden, der nicht aufgibt und der weiterhin für Veränderungen kämpft und sich in den Dienst des Evangeliums stellt. Es ist Zeit für einen Neubeginn.